So, servus zusammen, Leute. Hier ist euer Chris LP. Schön, dass ihr wieder hier reinschaut. Ich bin nicht alleine, denn, wie man sieht, er hat so einen komischen Lego-Hut auf seinem Kopf, aber ja, wer ist denn da? Das ist der Wanderer, hallo. Servus, schön, dass du mit mir aufnimmst. Ja, genau so. Ja. Wir haben heute nämlich was ganz Besonderes geplant, denn als ich nämlich mal auf einer Reise war, eine Reise in den Süden, war leider nicht in den Süden, sondern in den Osten, da habe ich nämlich einen Dungeon gefunden. Gut, die Pyramide habe ich auch gefunden, die habe ich aber schon leer geräumt alleine. Von daher werden wir jetzt mit euch eine Wanderung in den Osten machen und genau dann in den Südosten. Ja. Und ja, dann werden wir zusammen mit euch diesen Dungeon machen. Und ich bin hier so Gruppenanführer. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ja, lass dich überraschen. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Ich glaube natürlich falsch. Super Anfang. Aber erstmal muss ich glauben, dass du Bahn, ja genau, jetzt hast du schon einen Bahnhof. Ja klar. Den Bahnhof baue ich, nicht du. Achso, das Haus, was ihr hier seht, das ist also, das wird, die Folge wird nach dem Stream kommen, wo ich das hier einrichte. Einmal ganz kurz angucken, was er hier so gebastelt hat. Ja, wobei man jetzt die Rückseite sieht. So, hier Schwein. Oh, kriegst einen Schlag auf den Kopf. Man merkt schon, du hast sehr viel Terraforming gemacht. Ja, doch, ganz viel. Bisschen doch schon. Jo. Hier hast du sogar das einigermaßen stehen lassen, die Bäume sogar. Ja, hier habe ich alles stehen lassen. Alles, was ich nicht weg muss, musste nicht weg. Ja, ihr habt doch mal, ich weiß nicht mehr, du und noch wer habt dann zusammen eine Brandrodung gemacht. Achso, ja, das war der ein anderer Wald. Achso, du könntest mal gerade schlafen gehen, glaube ich. Schlafen? Schlafen, ja, wird doch dunkel. Ja, ist gut. Vor allem jetzt, wo wir beim Niedergebiet sind, oder? Das ist es. Ja, komm, lass mich da hin. Lass mich das Bett aufstellen. Sag das Bett aufstellen, du. Das Teil. One eternity later. Jetzt sind es nur noch 45. Ach, das ist ja nix, dann muss er ja hier gleich sein. Ja, schau, hier. Ach, da. Ach. Das ist der Dungeon, den ich meine. Ach, der sieht ja von außen gar nicht so bedrohlich aus. Der geht ja auch nach unten. Also. Ist unten, wie ein Eisberg, ne? Ja, die Spitze des Eisbergs. Ich habe mich halt extra hier mal dann kurz reingegraben, um zu gucken, ist es der Dungeon, den ich denke. Denn ich kenne so einen Dungeon schon aus dem Singleplayer. Daher, eine Sache müssen wir noch machen, bevor wir heruntergehen. Und zwar, vielleicht sollten wir vorher schlafen, wenn es jetzt gerade noch Nacht wird. Ist das vielleicht sinnvoll? Auch, ja. Und zwar, komm mal hier hoch. Mhm. Und zwar, hier oben ein kleines Sicherungszimmerchen. Ja. Man weiß nie, weil ich habe bis jetzt mit Infernal Mods gespielt, da waren sie schon scheiße genug. Diese Dungeons hier. Und daher ist es am besten, wenn wir hier einen Raum haben, wo wir sagen können, hier können wir getrost wieder spawnen. Ach so, ach ja, stimmt. Deswegen mache ich auch überall zu, wenn du mal reinkommen würdest. Ja, ich komme gleich gerade wieder, ich hole mal gerade was. Okay. Was ich vergessen habe zu holen. Was meinst du? Fackeln. Fackeln, ach so, ja. Und ich sehe, dass in diesem Haus eine Fackel ist. Okay. Das ist natürlich genial. Ja, gut, ich habe auch nie an die Fackel gedacht, das stimmt. Das war etwas unvorbereitet. Aber eine Fackel dürfte ja zumindest reichen, um diesen Raum hier, wo du drin spawnen willst, um den zu erleuchten. Mhm. Zumindest etwas, ne? Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ja. Sollte ich doch hochkommen. Ich kann über die Treppe komme ich hier nicht hoch. Ah, da habe ich den
Daneben. So. Ja, guck mal, das denn ist es hier nämlich nicht dunkel drin. Ja, so, dann ist hier das Bett. Liegt ja. Übrigens zuerst rein. Ey, ich muss ja direkt wieder aufstehen. Oh. Ist gespeichert, ja, ne? Du kannst ja drin liegen bleiben. Ja. Dann mache ich kurz auf Tag. So. Damit nichts von oben da uns hinterher marschiert. Und ich setze meine Endertruhe hier hin. Und ja. Dann kann man immer wieder hier hochklatschen. So. Level rein, Emerald rein. Die wertvollen Sachen, ich habe ja nichts Wertvolles. Was mir einfällt, ich habe keine normale Kiste dabei. Ja, habe ich auch nicht. Dann muss mein Ersatzschwert eben dauernd mitkommen. Weil dadurch, dass ich meine Ender Chest direkt an mein ME-System angeschlossen habe, wird das natürlich leer gepumpt. Genau. Ja, ja, das ist natürlich blöd. So, dann würde ich sagen, du bist dabei. Gut, ich dann bin dabei. Ab nach unten. Na komm, dann runter. Ja, lala, immer schön diese scheiß Wendeltreppe runter. Ey. Das geht Treppe ja doch ein bisschen weiter runter, als ich gedacht hatte. Jo, du hast die Qual der Wahl, welche Seite machen wir zuerst? Oh, die sehen sieht gut aus, da ist ein Kuchen hinten. Du willst also da lang? Mhm. Okay, ja. Wie gesagt, durch Infernal Mobs habe ich halt da so etwas schwierige Erinnerungen dran. Oh, was passiert, wenn man den Hebel zieht? Sollte man sowas hier drin machen? Hier ist es schon gut, weil da oben gibt's Licht. Ja, aber meinst du, das ist das? Ja. Guckst du. Ja, nicht, dass da irgendein TNT oder so, ne? Nee, bei dem nicht. So. Ja, oh, die Kiste. Oh, Schärfe. Nochmal Schärfe. Äpfel sind jetzt auch nicht schlecht. Na gut, Rot. Ich habe über 200 Äpfel bei mir zu Hause. Ja, gut. Oh, Fackeln. Fackeln ist gut, weil normalerweise brauche ich die zum Kennzeichnen, welche Wegefährte sind. Sollen wir Essen mitnehmen? Den Kuchen? Ich bin voll gesättigt, also von daher, ich brauche nichts. Jetzt habe ich den Kuchen natürlich zerstört, das ist natürlich auch gut. Ich dachte, den können wir abbauen. Ja. Ja. Also der Gang hier ist fertig. Da ist nichts. Da ist nichts. Achso. Bin ich gerade lang gegangen. Von daher, erster Gang fertig. Dann. Ja, ist hier das einzig andere, ne? Ah ne, hier ist auch noch was mit Wasser, aber. Machen wir mal so den Gang zu. Ja, ja, ja. So. Ja, das ist ja der einzig andere. Was ist da hinten? Da ist ein. Ich weiß nicht, was das ist. Das dürfte ein Spawner sein. Echt? Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Ey, ein Spiel hängt. Mann. Mitten in der Aufnahme hängt das Spiel. Toll. Ah, gut, das ist es dann immer so dieses 1, 2, ja gut, nicht 1, 2, 5 Sekunden Lags, die ich dann manchmal kriege. So, dann würde ich sagen, wir schauen erstmal hier rein. Oh Gott, das sieht schon nicht so gut aus dahin. Ach du meine Güte, was ist das denn? What the? Okay, das erkenne ich noch nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Ton? Also das ist nichts Gefährliches? Das ist ein Hebel? Ich würde den jetzt erstmal noch nicht. Guck dir das an, was hier drin. Ich will wissen, was in den Spendern ist. Oh mein Gott, guck dir an, was in den Spendern ist. Was ist das? 0280? Your mom? Was ist das? 4280? Ist das ein Rätsel oder so? Was zum Henker? Ich weiß nicht, was das ist. Hä? Was ist das? Hier sind Trichter? Ich würde jetzt zu gerne wissen, was passiert, wenn man den Hebel betätigt, aber ich habe irgendwie Angst. Ich auch. Sollen wir den mal so ganz vorsichtig, so aus der maximalen Entfernung und... Ich glaube, ich würde lieber erstmal gucken. Erstmal was das andere, ne? Nicht, dass der ganze, genau, nicht, dass der ganze Dungeon dann irgendwie... Was ist das hier? Och, nö. Das ist ja richtig bescheuert. Dungeon ist mitten durch eine Schlucht gezogen. Ja, das ist natürlich auch interessant. Ach du Scheiße. Mal hier okay, wieso wird dieser Spawner nicht
Aktiviert? Keine Ahnung. Aber könnte man eigentlich, muss ich mir jetzt gerade... Oh mein Gott. Okay, er ist doch aktiv. Oh. Book. Enchanted Book Power 1. Ich loot jetzt einfach mal die Rüstung noch. Kannst ja gucken, ob du was von dem Rest willst. Aber... Ich würde den Spawner übrigens nicht wegnehmen. Genau, Fackeln setzen, ne? Ja, Bücher brauche ich nicht. Äpfel nehme ich mit, aber... Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, Lederstiefel. Wie gesagt, das ist halt, Achso, ja. Mach's schwieriger mit der Schlucht hier. Ja, das ist, vor allem hier. Oh, ein Amboss. Amboss kann ich gut gebrauchen. Ja, das ist jetzt gerade sehr... Was? So ein automatisches? Guck mal. Ach du Verdammte, was ist das denn? Das hat sich deutlich geändert seit dem letzten Mal, wo ich in sowas drin war. Ui, was haben wir hier? Stärke 1, Eisen, ja, ein Schwert. Oh, das hat einen Namen, dieses Schwert. Schärfe 1, das ist aber eigentlich, ist das nicht so das Superschwert. Gold. Ah, da kann ich mir eine Fackel machen. Dann nehme ich mal das Schwert mit. Und natürlich nehme ich mir den Anvil. Da muss ich mir keinen selber basteln. War jetzt in den Truhen was drin? Ja? Automatischen System? Ach du meine Güte, ich bin halt durch ein Loch einfach gefallen. Nee, David, das war komplett leer. Hi. Ja, es hätte schlimmer enden können. Aber da, lauter nochmal dieses komische Zeug wieder. So, den Zombie-Spawner muss ich jetzt nicht prinzipiell mitnehmen. So. Das Problem ist halt jetzt, weil es hier... Ach du grüne Neule. Kann man nach unten gucken? Schau mal, da unten ist Wasser, da ist Party. Ja, ja, die sind hier gerade alle gespawnt, die Zombies. Während du da in der Kiste warst. Alter Rede. Ja, was ich jetzt das problematisch finde, macht den Dungeon schon ein bisschen kaputt hier, finde ich, weil... Normalerweise ist der so richtig geil aufgebaut, so ein Dungeon. Also, guck mal, da unten sind noch Truhen. Ah, ich weiß. Es gibt... Spinnenspawner. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, es gibt normalerweise 6 oder 7 Stockwerke. Oder sowas. Was? Bei solchen Dungeons gibt es 6, 7 Stockwerke. Normalerweise. Weil wir das nochmal testen? Ja, guck mal. Mal gucken, was passiert. Und? Es leuchtet. Was? Hä? Feuerwerk? Ja, das. Hä? Was? Die. Hä? Hä? Weil man sieht nichts, ne? Man hört nur. Ja. Wahrscheinlich explodiert gleich der ganze Raum. Und wenn sich halt. Was ist das? Ich will das jetzt mal. Gänsehaut. Ich krieg richtig Gänsehaut. Das ist gerade ein bisschen komisch. Ah, Hilfe. Dann würde ich fast sagen, den letzten Raum. Ja, würde ich auch sagen. Nicht Raumgang. Bist du bereit? Gehst du da durch? Ich wollte warten, bis das Skelett tot ist. Achso. Mit den schönen Feuerwerksgeräuschen im Hintergrund. Ja. Super. Was? Was ist das? Wasser, geh weg. Also mit dem Feuerwerk, das ist auch irgendwie sehr komisch. Ja, wie gesagt, das ist völlig anders, als ich eigentlich hier den kenne. Aber hier du auch? Ja. So, jetzt dürfte es weggehen. Ja.
Ah, super. Jetzt habe ich gerade aufgewacht. Gummi. Ja. Du, da ist noch eine Spinne, ne? Danke. Gewesen. Okay. Ah, da ist die Treppe zum nächsten Stockwerk. Sehr schön. Hier ist auch noch ein Schäbel, aber das ist nur Licht, ne? Ja. Oh. Öse ist nicht mehr. Wir sind übrigens jetzt schon bei 25 Minuten. Da wollte ich nur so für dich. Für mich ist es kein Problem, aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich kann inzwischen auch unbegrenzt aufnehmen. Ach so. Also unbegrenzt hochladen. Mm. Die Frage ist eigentlich jetzt eher nur, wie lange brauchen wir noch für diesen Dungeon? Naja. Das ist eine Frage, die ich nicht so pauschal beantworten kann. Hier kann ich nichts machen. Wir sollten nicht gleichzeitig drücken. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. So, da okay, ist das ist eine Spawner. Komische Halle. Wo ist ein Spawner? Hinten? Das ist ein Spawner. Da ist nichts. Da. Und da kommen sie schon. Sogar mit Goldäxten. Uiuiui. Dann würde ich sagen, du hast die Fackeln? Aua. Ich habe keine Fackeln mehr, nee. Du sollst. Ja, cool, alle sind auf mich getriggert. Wie, was, wer? Oh mein Gott! Ja. Ich hab hier ein bisschen Party hier. Gäste eingeladen. Ich merk's auch gerade. Dann würde ich sagen, beschütze mich mal bitte kurz. Dann mache ich nämlich kurz mal Fackeln. Ja gut, was heißt Fackeln? Ich hatte gerade was hier machen. Also es sollte reichen, um den Dungeon Spawner auszumachen. Ja. Aua! Wie du einfach rumstehst und wartest, dass ich die Fackeln setze. Ja, ja. Was haben wir denn hier Schönes? Protection 1, ja, kriegt man einen Haufen weiß hier drin. Ja, ich habe hier eine gute Rüstung, aber ich glaube, die ist schlechter als meine jetzige. Mhm. Was, ich weiß es nicht. Ob die schlechter ist, die hat halt Schutz 2 und so. Ja, mitnehmen kannst du sie ja immer. Du ja, kannst ja. Ja dann, Ding. Ja. Kommst du? Ja, wo bist du? Ach, ich da. Bin wieder hier am Gang, wo es reingeht. Das Feuerwerk geht unvermindert weiter. Ja, vielleicht auch nicht. Dann hier sind hier Karotten mal. Und. Ja, was? Ab und zu wird hier, sind hier unten Sachen angebaut. Das kenne ich auch schon. Hier ist ein Raum mit Bett. Ja, das ist normal. Das ist Kiste, Ofen müsste hier sein, ja. Statistiken? Aha, ein Holzschwert verzaubert, das ist jetzt nicht so special. Naja, ein verzaubertes Holzschwert ist halt eigentlich wirklich, das ist nix. Ja, aber man kann halt das Verzauberung runternehmen vielleicht. Ja gut. Und damit ist dieser Gang auch schon fertig. Achso. So. Warte mal, ich kann mal gerade mit der Kohle, die hier in den, Alter, ist dieses Feuerwerk, ne? Ja, natürlich auch. Alter. Achso, warte mal, dann kann ich jetzt die Kiste nutzen, um Müll einzulagern. Naja, was heißt Müll? Aber Zeug, was ich jetzt nicht wirklich brauche. Genau. Dann würde ich sagen, in die dritte Richtung. Was war das? Achso. Oh, dieses Feuerwerk geht mir langsam auf den Sack. Aber echt, ey. So, ist das hier. Und ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir einen Schnitt machen und sagen, nächste Folge, nächste Stockwerk oder. Oh ja. Was meinst du? Dann würden wir nämlich fast vorschlagen, wir beenden jetzt hier die Aufnahme. Und machen halt gleich im Anschluss die nächste und zeigen machen dann halt weiter hier. Ja, das würde ich auch sagen. Alles klar, dann würde ich sagen, wie ihr ja gerade gehört habt, das ist der Ende von Part 1 der Dungeon-Erkundung. Mhm. Kann man ja auch ganz schön so nennen. Ja, doch. Ein guter Folgentitel. Ja. Und das heißt für mich hier Servus, schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich verabschiede mich und ja, wann war deine letzten Worte? Ja, es war mir eine Ehre, mit dir spielen zu dürfen.
mit mir spielen zu dürfen. Tschüss. Ich denke mir meinen Teil.